Heute zeigen wir euch einen richtigen Mädler. So, wie erkennt man einen richtigen Mädler auf der Straße? Ein Mädler zeigt ein bestimmtes Zeichen. Das ist die Pommesgabel. So, ein Mädler erkennt man auch an seiner Kleidung. Eine richtige Kutte mit allem drum und dran, seinen Schmuck, das sind alles Metal-Schmuck. Ein Mettler erkennt man an seine Standstiefel. Was macht er damit? Er stanzt den in der Fresse. Was stanzt er damit? Ein Gesicht bügelt er kaputt damit, mit den Standstiefel. Von welchen Personen? Na, von denen, die hier im Raum sitzen, die ollen Ochsen. Also meinst du Poser und Hip-Hopper? Na ja, klar, so eine Lappen müssen weg, so eine Bügelfressen. Wozu sind überhaupt die Ringe da? Sind die nur als Zierde oder haben die eine Bedeutung? Diese Ringe, damit kriegst du einen hier geschmiert, da liegst du in der Ecke. So, und dann, der Schädel ist ja extrem hart. Warum ist er so hart? Damit zeige ich mal, was ich damit kann. Ach so, damit bängst du deine Gegner in den Boden. Genau, damit ramm ich die im Boden, dass sie versacken in der Erde. So, und dann ist das, warum ist die Kutte so fett ausgestattet? Damit. Die brauche ich, die ziehe ich mir vorher aus, bevor ich die zusammenlege. Und dann seht ihr meinen Kettengold, dann kriegen sie alle schon Angst vor mir. Da hat ja sogar Mr. T Angst. Ja, und so eine Flasche hau ich auch im Boden, das guck mal. Und da wollen sie mir noch fragen. Ein Mettler tanzt nicht, ein Mettler... Ein Mettler fängt richtig. Echt cool. So, und das waren die Zeichen. Nee, warte. Wir haben noch gute Fragen. Was mache ich noch auf Wacken? Was gehört dazu? Genau. Das Bier muss sein. Ansonsten bist du fehl am Platz, wenn du kein Bier in der Hand hast. Und noch was, sag ich euch mal. Ich brauche was richtig Gutes. Erstens brauche ich noch eine Wanne voll Bier. Und wenn ich danach fertig bin mit Baden, saufe ich die Wanne aus, damit nichts verschwendet wird. Echt cool. Das glaubt man. Ich schmeiß doch kein Bier weg. Wie bekloppt bin ich denn eigentlich? Da kann ich gleich mal sonst vorhin gehen. Echt cool. Erst drin baden und dann aussaufen. Na klar. Echt ja, cool. Dass du hier so ein Bierbauch hast. Du musst ihn mit deiner Wampe wegbängen schon. Und guck mal, ich sag nur, ich werde denjenigen rein Wein einschenken. Dann glaub mal, da kann er sein Fressen aus der Schnabeltasse lutschen nur noch. Nischberg ist damit Schnitzel essen. Was für fette Musik hörst du eigentlich? Das werde ich dir gleich zeigen. Echt cool. Und das ist Mocke. Und nichts anderes. Thank you.
Komm mal, Kratz!